Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier zu The Long Dark. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sehe euch zwar nicht hier am Feuer sitzen, aber ich weiß ja, dass ihr da seid. Und darauf kommt's an. Bevor es losgeht, mal wieder eine kleine Info vorab. Wir wärmen uns ja gerade noch ein bisschen. Passt also. Ich werde im Juni vereinzelte Tage oder sogar mal eine Woche lang kein Internet haben, aufgrund von Umbauarbeiten hier im Haus. Und es kann also sein, dass dann keine Videos kommen, weil ich auch nicht weiß, inwieweit ich da schon vorproduziert habe. Das werdet ihr ja dann sehen. Ich werde auch genauere Daten, ich kenne sie selber noch nicht, im Community-Tab erwähnen und mal ansprechen, was da genau läuft, wann ich nicht kann. Das erfahrt ihr dann alles da und auch auf Instagram. Also nicht wundern, wenn mal kein Video kommt oder ich eine Woche lang nicht online bin, dann hat das damit zu tun. Aber mit dem Handy kann ich ja immer noch alles genauestens erklären im Community-Tab und dann hör das ja. Ja. So. Jetzt kann es aber losgehen. Wir wärmen uns noch ein bisschen und gucken noch mal ganz kurz, da wir ja in der letzten Folge auch, oder in der vorletzten Folge, wann auch immer, dieses Medizinbuch gefunden haben. Und da hatten wir auch irgendwas aufgeploppt bekommen. Nebenaufgaben, genau, hier, die Grundlagen des Überlebens. Das müssen wir auch noch komplett abschließen. Davon haben wir gerade 22% abgeschlossen. Um die stille Apokalypse zu überstehen, brauchst du ein paar Überlebensfähigkeiten. Finde die Sammelgegenstände, die dir wichtige Lektionen für das Überleben beibringen können. Finde, ernte und bereite einzige Heilpflanzen von großer Bär zu. Bewahre alle gegarten oder hergestellten Gegenstände in deinem Rucksack auf, um die Lektion abzuschließen, bevor du ein Leiden behandelst. Und wir sollen Lackporling-Tee herstellen, Hagebutten-Tee und Bartflächenverbände herstellen. Jeweils 3-mal und 3 Stück, wie man es auch sehen mag. Und zusätzliche Vorräte für die Mutter, das sind also auch eigentlich Nebenaufgaben. Aber das wollen wir natürlich auch alles abschließen, auch hier mit den Bankschließfachschlüsseln. Das machen wir auch alles noch. Die Vorratsverstecke, da müssen wir mal sehen, ob wir auch alles finden. Das sind Erinnerungen, Absturz, okay. Abgeschlossene Sachen. Und das ist die Hauptaufgabe jetzt. Der grauen Mutter wurde ein kostbarer Gegenstand gestohlen. Finde ihn und bring ihn ihr zurück. Durchsuche das Bauernhaus von Milton nach einem Bankschließfachschlüssel. Ja. Und da wären wir jetzt auch wieder beim Ablauf der heutigen Folge. Ich würde jetzt gerne da hinten noch im Kofferraum nachsehen bei den anderen Autos. Das habe ich, glaube ich, vergessen in der letzten Folge. Ob die überhaupt aufgehen. Und dann gehen wir zurück. Bringen der Mutter noch ein paar Vorräte, wie die Kohle, die ich letztens schon angesprochen habe. Und ein paar Sachen, die wir hier gefunden haben. Gewärmt sind wir jetzt schön. Und ich würde sagen, wir gehen los. Wir müssen natürlich mit den Wölfen hinten noch ein bisschen aufpassen, ne? Ich guck mal eben auf die Map. Die haben wir jetzt. Ich guck mal eben hier nach. Wenn wir hier mal kurz weitergehen, ob da noch irgendwas Wichtiges ist. Wir sind hier jetzt einmal hier. Am Ende der Map. Wir werden auch später noch, soweit ich mich erinnern kann, werden wir hier oder hier jeweils an den Enden weiterziehen können und eine neue Map haben. Eine neue Ortschaft kennenlernen. So war es, glaube ich, damals noch. Also das ist nicht die einzige Karte, die wir haben. So, hier sieht es aber echt nicht so aus, als würde es hier irgendwas Besonderes geben. Aber dafür nehmen wir die Stöckchen mit. Vorsicht mit der Magnesiumfackel. Ich muss mich selbst mal erinnern. Steinchen. Damit können wir jetzt erstmal nichts tun. Wenn es irgendwo Kaninchen gibt, die wir brauchen, sind da mit Sicherheit auch Steine. Die brauchen wir nicht mitschleppen. Ah, diese Musik wieder. Ein Träumchen. Aber ich wiederhole mich nur. So, hinten wie gesagt nochmal die Autos nachgucken. Zumindest bei denen, wo wir den Kofferraum vergessen haben. Da brennt noch unser Feuerchen.
Mausempfindlichkeit noch mal ein bisschen runterstellen, ja. Sonst braucht ihr nachher noch einen Kotzeimer, das will ich ja auch nicht. Da brauchen wir wieder Flüssigkeit, das ist ja nichts. So, da geht's nicht rein. Hier ist auch nichts. Hier aber. This will come in handy. Brauchbare Lederschuhe. Und unten seht ihr jetzt auch plus 5 Kilo, weil wir ausgeruht sind und alles. Dadurch haben wir jetzt einen Bonus. Genauso, wenn wir einen Nachteil haben, weil wir halt nicht ausgeruht sind und so weiter, gibt es halt auch den Bonus. Wenn es uns besonders gut geht. Jetzt wäre ich fast wieder hier vorbeigelaufen. This will come in handy. Brandbeschleuniger. Sehr gut. Okay. Ganz kurz mal nach den Schuhen gucken. Die Schuhe. Die würde ich gerne reparieren. Weil ich glaube, die sind richtig gut, wenn die 3% nass, wenn die auf 100% sind. Getrocknetes Leder bekommen wir daraus. Nicht genug Materialien zur Reparatur. Will ich auch gar nicht. Ich würde die gerne zerlegen. Aber das dauert dann eine Stunde und 15 Minuten. Ja, so viel Zeit haben wir nicht. Das können wir irgendwo am Feuer machen. Ich nehme die mal mit. So. So, wie viel können wir noch tragen? Stand jetzt mit der Erholung knapp 7 Kilo. Dann bringen wir der Mutter noch ein paar Sachen. Die Kohle von der Hütte. Die Stöckchen, die wir noch so finden. Und die übrigen Lebensmittel, sofern wir welche abzugeben haben. Da hinten sind nochmal Bartflechten, die holen wir uns. Da liegt noch ein Ast, aber den müssten wir zerlegen. Das sparen wir uns jetzt mal. Aber ein paar Stöckchen, sehr schön. So. So. Und dann würde ich sagen, dass wir uns mal Richtung Bauernhaus begeben. So. Okay, da noch die Bartflechten. Müssen wir dreimal herstellen. So, das reicht fürs Erste. Und einen Lackporling-Tee. So. Mal sehen, was jetzt die Wölfe sagen. Ich höre sie schon. Und dann hatten wir ja an der Kirche noch einen Wagen, den wir nachschauen mussten, ne? Kofferraum haben wir, Motorhaube. Da dürfte aber noch immer hier diese Autobatterie drin sein. Ah, sind das nicht diese Pilze? Ja, ne? Genau. Die brauchen wir. Für den Tee. Glänzender Lackporling. Ein großer, ungiftiger Pilz, der hauptsächlich an Nadelbäumen wächst. Als Tee zubereitet, hat er antibiotische Eigenschaften. Ja. So. Da hinten sind auch noch welche. Hier nochmal ein Stöckchen für Mutti. Oh. Da hinten Hagebutten, davon haben wir aber genug. Ist hier ein ganzes Rudel von denen. So.
Wir gucken mal hier ganz vorsichtig. Ja. Wir sind hier wieder. Das waren 3 Stück, glaube ich, ne? Wir gehen da oben rum. Ist noch ein bisschen steiler hier, aber muss er kurz durch. Ja, komm schon. So. Noch mal kurz schleichen. 2 sehe ich schon mal. So, ich guck mal eben auf die Karte. Ja, das wäre ein Umweg. Wir gehen einfach hier dran vorbei. Bisher klappt es ja ganz gut so. Ich bin kein Hundeflüsterer und kann nichts mit Wölfen anfangen. Sorry. Lass mal kurz runterspringen. So. Hier auch nochmal ganz kurz vorsichtig sein, weil ich meine, es waren 3, ne? Da hinten ist wieder ein Hirsch. Da ein Baum. 12 Uhr. Okay, gut. Hier wieder vorbei. Ja, das wird zu steil sein. Dann könnten wir natürlich eine Abkürzung nehmen. Aber vielleicht können wir hier vorbei. Das machen wir auch jetzt mal. Zum Auto kommen wir hier trotzdem noch. So, mal kurz abkürzen. Müssen aber trotzdem hier wieder den Schlenker gehen. So. Was ist denn hier noch? Wir gucken mal ganz kurz. Ah, hier ist noch ein Haus. Ansonsten würde ich halt sagen, dass wir jetzt hier nicht weiter lang gehen, sondern hier ein bisschen querfeld eingehen. Klein wenig abkürzen. Ich höre was. Er ist halt so langsam beim Schleichen. Ah, okay. Nur ein Hirsch. Gut. Wir gucken mal hier. Hier können wir rein. Metallregal. Mach mal Wasser. Das können wir dann auch der Oma geben. Hope I can still eat this. Wasserreinigungstabletten. Eine Packung Wasserreinigungstabletten kann helfen, Durchfall zu vermeiden. Da wisst ihr Bescheid. Noch ein Kanister. Wir nehmen den mal mit. Kann aber sein, dass wir den unterwegs wieder ablegen werden. Altholz. Hier gucken wir auch mal rein. Leder. Das brauchen wir. Für die Schuhe. Zum Reparieren. Zeitungspapier auch wieder. Okay, sonst ist hier aber nichts, ne? Und Kalender. Sportsock. Nobody needs this anymore.
Ich guck mal eben. Ich glaube zwar nicht, dass Sportsocken uns hier helfen. Am besten hier. So. Ja, jetzt ist auch alles ein bisschen nass vom Schnee. 9%, 16%, 7%. Naja. So, Aktionen. Reparieren. Wenn wir jetzt kurz danach gute Stiefel finden, dann beiße ich mir den Hintern. Hat aber geklappt. 86%. Jetzt gucken wir doch mal. Plus 0,9. Ja. Sind jetzt auf jeden Fall besser als die brauchbaren Lederschuhe. Auch wärmer schon. Von der Winddichte auch besser. Okay, gut. Ja. Moment. Could end up being useful. Antiseptikum brauchen wir, wenn wir gebissen werden. Schmerzmittel. Karton könnten wir zerlegen. 20 Minuten machen wir mal. So. Für Mutti. Zunderbündel dreimal. Eine Feuertonne brauchen wir gerade nicht. Temperatur sieht gut aus. So langsam aber sicher frieren wir nicht mehr so stark. Okay. So. Für alle, die nochmal auf Toilette müssen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Damit wir pünktlich wieder weiterziehen können. So, hier können wir aber auch nicht rein. Hagebutten haben wir genug. Sage ich jetzt so mal. Okay. Dann zurück. Wie ich gesagt habe. Hier aber nicht runterspringen. Wir wollen uns ja nicht verletzen. So. Und dann hier ein bisschen querfeld eingehen. Den Schlenker brauchen wir da gar nicht zu machen. Dann gucken wir auch gleich mal, ob wir noch Pilze finden. Dann wird er ganz schnell hier. Wo ist der Schlitten? Ich vermisse ihn immer noch. Ja, ihr seht es unten links. Die Temperatur sinkt nicht mehr so schnell. So, mal gucken, wo wir uns am besten hier hinab bewegen können. So. Das geht doch. Sehr schön. Ein bisschen abgekürzt, genau. Und hier war irgendwo noch der Wagen, ne? Der war es nicht. Waldgebiet. Das ging ja jetzt flott. Mit der kleinen Abkürzung. Da hinten kommt er. Da ist er. Den durchsuchen, den durchsuchen. Da hinten weiß ich nicht, ob wir Glück haben. Da waren ja auch die Wölfe an der Brücke. Deswegen waren wir ja zuletzt, als wir auf dem Weg zur Kirche waren, sind wir auch hier lang gegangen. Mal gucken. So. Wir haben jetzt so gute Kleidung, dass hier sogar die Temperatur steigt im Wagen. Ist auch nichts mehr drauf. Dann gucken wir da hinten nach. Keine Pilze in Sicht. Und mal gucken, ob wir rüberkommen. Ohne Probleme.
Brecheisen. Haben wir nicht. Hier ist nichts. Vielleicht hinten auf der Rückbank. Nein. Gut. Dann geht's weiter. Da hinten sind Pilze. Ich sehe es doch schon. Die Uhrzeit, ja, geht noch. So, Luck Pauling. Hier auch noch mal. Sehr schön. Hier noch ein paar Paletten. Kofferraum ist zu. Wie so oft. Leer. Nichts, nichts. Okay. Okay, nichts und wieder nichts. Milton. Die verlassene Stadt. Da ist ein Wolf. Wir gucken aber mal, ob wir hier links lang können. Ein bisschen umgehen. Ob das klappt. Da hinten ist schon Mutti. Oder sofort hier lang zur Hütte. Wegen der Kohle. Ja, das klappt schon. Was? Verdammt nochmal. Okay, dann komm. Bleib schön da, du Vieh. Er bleibt auf jeden Fall da, das ist schon mal gut. So, hier war der Turm und da hinten war die Hütte, ne? Luck Pauling wäre hier auch noch. Da kommt er. Ich weiß nicht, ob es gut ist, die Fackel zu werfen. This is just terrible. Hier war die Schule. Und da hinten war die Kohle. So. Oh. Das ist aber verbrannt hier, ne? Sieht so aus. So, wir gehen mal hier rum. Und hoffen, dass der Wolf weg ist. Hier wimmelt es nur noch. Fackel hält aber noch. Alles gut. Wir haben natürlich noch die Leuchtpistole.
Ganz schnell noch abladen. So viel Zeit muss sein. Nur die Hälfte. Wir brauchen ja auch noch was. So. Und die Kohle. Okay. Und schnell rein. So. Gut. Hallo Omi. Hast du wieder ein Süppchen für mich? Dankeschön. Das ist sehr nett. Ah, herrlich. So. Ich würde sagen, wir gucken mal eben, was das Feuerholz sagt. Zusätzliche Vorräte. Da sind wir auch bald durch. Und essen halt noch. Essen, Mutter. Kriegste. Sobald wir jetzt auch satt sind. Heftiger Sturm draußen wieder. Dann essen wir das mal. So. Dann trinken wir noch unseren Kräutertee. Bringt auch minimal Kalorien. Das kann Omi haben. Das trinken wir noch. So. Dann ist unser Hunger weg. Und dann können wir das Oma noch geben. Wir sehen also, wir essen auch nur so viel, wie wir brauchen. Da ist jetzt noch was drin. So. Dann kriegt sie halt hier dieses MRE, diese Ein-Mann-Packung. Müsli-Riegel, das hier, was wir geöffnet haben. Und noch die Erdnussbutter. Kaffee. So. Und jetzt gucken wir mal, was das jetzt so sagt. Ja. Haben wir jetzt auch wieder mehr. Da haben wir jetzt auch mehr. Ist jetzt auch schon über die Hälfte beides. Noch ein bisschen, dann wäre das auch geschafft. So, generelles Gewicht 30 Kilo. Oben hätten wir ja auch noch Sachen für die Mutti. Jetzt brauche ich aber eben noch mal meine Fackel. Meine Lampe. So. So, sie kriegt noch Wasser von uns. Ich hoffe, das zählt auch. Das brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Das kriegt sie, das kriegt sie. Draußen werden wir wohl keine Ruhe haben, um die Sachen noch abzuladen. Wegen dem Wolf oder den Wölfen, sagen wir es mal lieber so. So, die alte Dame. Dann gebe ich dir das auch. 4 Liter brauchen wir nicht. Da können wir 2 von abgeben. Oder 2,5. Das hier noch. Ja. So. Zusätzliche Vorräte. Ja. Wieder ein bisschen mehr. Es ist jetzt Abend. Ich würde sagen, dass wir schlafen gehen. Vielleicht haben sich die Wölfe dann auch ein bisschen beruhigt.
Dann wird es aber auf jeden Fall eine Nachtrunde. Moment, ganz kurz. So. Dann schlafen wir jetzt, weil wir nicht so müde sind. 7 Stündchen oder 8 Stündchen, ja. Und ziehen dann in der Nacht weiter. Trinken. Ganz wichtig. Nehmen wir das, dann können wir gleich ein bisschen essen. So. Hiervon geht dann auch der Hunger noch ein bisschen weg. So. Noch ein bisschen Wasser. So, das reicht. Wir sind wieder gut ausgeruht. Fast alle Werte ganz oben. Wir gehen nochmal mit der Lampe runter. Sonst sehen wir nichts. So. Wir rüsten jetzt die Pistole aus. Die Leuchtpistole. Um die Wölfe zu verschrecken, sofern die noch draußen sind. Die Nacht ist nachher erst vorbei. Wir sind jetzt noch eine Weile, eine kurze Weile im Dunkeln unterwegs halt. Und es geht los. Ja, die... Da ist wieder ein Hase, der gejagt wird. Und wir gehen aber jetzt zum Bauernhaus. Das machen wir noch. Also hier einfach geradeaus. Okay, gut. Ich werde aber jetzt nicht da hinten lang gehen, sondern geradeaus und dann links abbiegen. Ich glaube aber, der Wolf wird uns sehen da hinten. Ja. So, schnell. Und dann hier wieder zur Straße. Dann sind wir wieder auf dem richtigen Weg. So. Sehr schön. Die Lampe sparen wir uns mal. Wir sehen ja genug. Klarer Himmel. So gut wie. Auf 12 Uhr ist auch ein Wolf. Eine einsame Nacht mal wieder. Und bei einer Ruhephase könnten wir ja mal den Tee herstellen. Wir sind jetzt gleich da. Die Nacht natürlich kälter. Nichts drin. Blutspuren. Der Bauernhof. Eine Scheune.
Ja, die Sicht ist natürlich durch den Schnee jetzt ein bisschen eingeschränkt. Hier gucken wir uns doch mal genauer um. Aber dazu nehmen wir natürlich unsere Öllampe. So. Ausnehmen in freier Wildbahn, Band 1. Detaillierte Informationen über das gekonnte Schlachten. Was? Oh, wow, wow. Ich wusste es, dass diese Leichen die Wölfe anziehen. Habt ihr den gesehen? Mist. Wir gehen mal hier rein. Vielleicht ist der nachher weg. Oh, wow, wow. That's a bad sign. Würde ich auch sagen. Ein Gefangener. Ich wusste es. That scarf wrapped around your arm. Where'd you get it? Ein Insass, oder? You're never gonna find her. What did you do to my friend? We burned them all, you know, in the old school. It was so easy. We just shoved them in there and locked the door. You monsters. It just happened. All the lights went out, damn bus lost control and crashed into the tunnel. Brought the roof down on us. Barely crawled out of there alive. Hell, some didn't. People all hanging around trying to get warm after the power went out. All huddled together, scared and freezing. Oh man, I would like to have seen that. But we sure warmed them up. You're a bastard. That's about right. We put them all in the old schoolhouse so we could keep an eye on them. And then something happened to the lights. The power. It was like sparks everywhere and then fire. Your scarf lady found us while the school was burning. Astrid. She tried to help get them out, but it was already too late. Smoke already did them in. She fought like hell to try and get him out. She stuck a knife or a screwdriver, I'm not sure, into one of our guys. It cut me too. And then ran out into the blizzard. Where did you see her after that? You want to know about your lady? Help me first. Damn it, tell me where she is. We caught up, but she's a fiery one. Still had the knife. Got me real good, you can see. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. She got away. Whatever good it's gonna do her. If you so much as hurt... Ah, we barely clipped her wings. She wasn't hurt too bad. Not hurt too bad. All right, she was bleeding. A bit. No way out of here now. The roads are all blocked. You'll never find her. You have no idea how stubborn I am. Na lecker. Ist das für die Mutti? I told you what I know. Are you gonna help me or what? Pull this knife out of me. It's stuck in deep, and I can't feel anything below my waist. I need it out. You go after the old lady in the house too? As well as letting those people in the school burn to death? Hey.
You think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to Blackrock. Blackrock? Yeah, you know. Blackrock Federal Pen. Where they put the worst of the bad people. The bad people, bad people. People too bad for the mainland. It's like an old penal colony or some damn thing. They know there's no easy way for us to get back. Imagine how lucky you are. All those people in Milton, scared, dying, and you getting to live. Ja, was machen wir? Messe hineindrücken oder Messe rausziehen? Wir sind nicht so. Obwohl, ich glaube, das macht es kaum besser. You don't deserve help. But here. Ah! Oh! Whew. Oh, that's better. Now. Just sit here for a while. I think I'm warming up. Hops. Ja, ich hab's schon angedeutet in den letzten Folgen. Das kann ich mir nicht gut vorstellen hier, dass es gut geht mit den Insassen, die hier frei rumlaufen. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen, bis dann. Ciao.